Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Ich heiße euch heute herzlich willkommen zu unserem Wort zum Sonntag mit dem Thema dritter Fastensonntag. Bevor wir hier die Feierwürde begehen, bekennen wir, dass wir heutige Sünder sind und bitten den Herrn um sein Erbarmen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Lasst uns beten. Gott, unser Vater, du bist der Quell des Erbarmens und der Güte. Wir stehen als Sünder vor dir und unser Gewissen klagt uns an, sieh auf unsere Not und lass uns Vergebung finden durch Fasten, Gebet und Werke der Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen weidete Mose die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, der Priester von Midian. Eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe hinaus und kam zum Gottesberg Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten auf dem Dornbusch. Er schaute hin, der Dornbusch brennte im Feuer, aber der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Mose sagt, ich will dorthin gehen und mir die außergewöhnliche Erscheinung ansehen. Warum verbrennt der Dornenbusch nicht? Als der Herr sah, dass Mose näher kam und sich das anzusehen, rief Gott ihm mitten aus dem Dornbusch zu Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Er sagte, komm nicht näher heran, leg deinen Schuh ab, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Dann fuhr er fort, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Und er laute Klang, Klage über ihren Antrieb habe ich gehört. Ich kenne sein Leid. Ich bin herabgestiegen und die Hand der Ägypter entreißen und aus jenem Land hinauszuführen. In einem schönen, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Und jetzt geh, ich sehe dich zum Pharao. Führe mein Volk der Israeliten aus Ägypten heraus. Da sagte Mose zu Gott, Gott, gut, ich werde es also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden sie mich fragen, wie heißt er? Was soll ich ihnen sagen? Da antwortete Gott zu dem Mose, ich bin der, ich bin. Und er fuhr fort, so sollst du den Israeliten sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesendet. Weiter sprach Gott zu Mose, so sagt den Israeliten der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abraham, der Gott Isaak und der Gott Jakobs, der mich zu euch gesandt, das ist mein Name für immer. Und so werden man mich anrufen von Geschlecht zu Geschlecht. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott.
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Ihr sollt wissen, Brüder und Schwestern, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren, alle durch das Meer zogen und alle Mose getauft wurden in der Wolke und im Meer. Alle aßen auch die gleiche geistgeschenkte Speise und alle tranken den gleichen geistgeschenkten Trank. Denn sie tranken aus dem geistgeschenkten Fels, der mit ihnen zog. Und dieser Fels war Christus. Gott aber hatte an den meisten von ihnen keinen Gefallen, denn er ließ sie in der Wüste umkommen. Das aber geschah als wandelndes Beispiel für uns, damit wir uns nicht von der Gier nach dem Bösen beherrschen lassen, wie jenen sich von der Gier beherrschen ließen. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten, sie wurden von Verderber umgebracht. Das aber geschah an ihnen, damit es uns als Beispiel dient, und zur Warnung wurde es aufgeschrieben. Und die, die das Ende der Zeiten erreicht hat, wer also zu stehen meint, der geht acht, dass er nicht fällt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Der Herr hat Großes an uns getan, sein Name sei gepriesen. Der Herr hat Großes an uns getan, sein Name sei gepriesen. So spricht der Herr, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Der Herr hat Großes an uns getan, sein Name sei gepriesen. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Zu jener Zeit kamen einige Leute und berichteten Jesus von Galiläern, deren Blut Pilatus mit dem ihrer Opfertiere vermischt hatte, und er antwortete ihnen: Meint ihr, dass die Galiläer größere Sünder waren als alle anderen Galiläer, weil das mit ihnen geschehen ist? Nein, sage ich euch. Vielmehr werdet ihr alle genau umkommen und ihr nicht umkehren, oder jenen 18 Menschen, die beim Einsturz des Turmes am Schielloch erschlagen wurden, meint ihr, dass sie größere Schuld auf sich geladen hatten als andere Einwohner in Jerusalem? Nein, sage ich euch, vielmehr werdet ihr alle ebenso umkommen, wenn ihr nicht umkehrt. Und er erzählte ihnen das Gleichnis: Ein Mann hatte in seinen Weinbergen einen Feigenbaum gepflanzt, und als er kam und nachsah, ob die Früchte trug, fand er keine. Da sagte er zu seinem Winzer: Siehe, jetzt kommt ich schon 3 Jahre und sehe noch diesen Feigenbaum Früchte trägt und finde nichts. Hau ihn um. Was sollte er weiter den Boden seiner Kräfte nehmen? Der Winzer erwiderte: Herr, lass in diesem Jahr noch stehen. Ich will den Boden mit ihm herum aufgraben und düngen. Vielleicht trägt er in Zukunft Früchte, wenn nicht, dann lassen ihn umhauen. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Brüder und Schwestern, Herr. In der Lesung von Exodus begegnen uns die Freiheitsheld besonderer Art. Es ist Mose, der das Volk der Israeliten aus Ägypten herausführen soll. Das Volk wird dort vom Pharao unterdrückt und die Israeliten werden wie Sklaven behandelt. Groß ist ihre Not, und in dieser Not verschreien sie zu Gott um Hilfe. Diese Hilfe wird ihnen zuteil, indem der Gott ihrer Väter, also das Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, einen Mann berufen und ihm als Anführer erwählt, dem viele das nicht zugetraut hätten. Der Name Mose bedeutet so viel wie der aus dem Wasser herausgezogene, den Prinzessin, die das Kind auf dem Wasser des Nils in einem mit Teer und Pech abgedichteten Körbchen
treibend gefunden hatte, der Moseknabe genoss dann, als abgerichtet, als er entwöhnt war, die beste Erziehung am ägyptischen Hof und wurde in die Familie des Pharaos aufgenommen. Dennoch konnte er seine wirkliche Herkunft nicht ablegen. Er war und blieb eben doch das Kind hebräischer Eltern, auch wenn ihm vorerst niemand sagte, wer denn diese wirklich seien. Als dem nunmehr erwachsener Mann namens Mose seine israelische Herkunft vollauf bewusst wurde, da galt es Farbe zu bekennen, wollte er die in Zukunft auf der Seite jener stehen, die sein Volk versklavt und beherrschten, oder sollte sie mit dem Volk seines eigenen Ursprungs identifizieren, obwohl er nicht innerhalb seines eigenen Familie aufgewachsen war und vielleicht auch nicht allzu viel über die Sitten und Gebräuche seiner Volksangehörigen wusste. Nachdem Mose im Streit einen Ägypter erschlagen hatte, weil er für einen Volksgenossen Partei ergriffen hatte, konnte er nicht mehr zurück. Aber anstatt bei seinen eigenen Angehörigen mit Freunden aufgenommen zu werden, wurde Mose abgelehnt und so flüchtet er vor dem Zorn des Pharaos in das Gebiet von Midian, wo er seine künftige Frau kennenlernte und bei seinem Schwiegervater Jitro Gutaufnahme fand. Während nicht etwas Besonderes geschehen, so hätte Mose wohl dort sein weiteres Leben in relativ ruhige Ruhe verbracht, fernab von politischen Geschehen in Ägypten, doch da erleitete ihn der Ruf Gottes, wie es uns die Verbrannte hörte, Mose in geheimnisvoller Stimme Gottes. Dieser offenbarte sich ihm in eindrucksvoller Weise, als der Ich bin da, das, was die wörtliche Übersetzung des Gottesnamen Jahwe ist. Gott ist fortan für Mose der ganz nahe, der ihn so und sein Volk nicht verlässt, sondern es in die Freiheit hinausführt. Freilich geht es zuerst um einen legitimen. Mose muss sich ausweisen vor seinem eigenen Volk Israel und dann auch vor dem Pharao. Er kann sich nicht auf eigenen Verdienen und Leistungen berufen, sondern nur auf den Ruf und den Sendung Gottes. Dass Gott wirklich bei ihm und seinem Volk ist, wird bald durch mächtigen Zeichen und Wunder offenbar. Die Israeliten ziehen zu lassen. Ihre inneren von Gott geschenkte Freiheit führte sie wunderbare Weise mit Wasser und Nahrung versorgt werden. Erst dann durfte sie entziehen ins gelobte Land. Im ersten Korintherbrief, das die zweite Lesung erinnert, der Apostel Paulus seine Zuhörer an die Ereignisse während der Wüstenwanderung des Volkes Israel. Er erkennt darin bereits die geheimnisvolle Ankündigung von Gegenwart Jesu Christi. Der Erlöser dieser ist für sein Volk der neue Mose, der von Gott Gesandt, Spender und Vermittler des Heiles. Wir dürfen dem neuen Volk Gottes angehören durch die heilige Taufe und wir wollen lebendiges Wasser schöpfen aus der Quelle des Heils, die uns im Erlösertod Christi und in seiner Auferstehung eröffnen sind. Natürlich kommt es für das Gottesvolk darauf an, Früchte zu bringen, die jene Erwählung entsprechen, die an sich gegangen ist. Möge es auch nicht erkennen, wie dem unfruchtbaren Baum im Gleichnis des Evangeliums nach Lukas. Gott, der Herr, hat selbst hier eine schier endlose Geduld. Er will nicht, dass jemand verloren geht, sondern dass alle sich bekehren und gerettet werden und so gute Früchte bringen in Werken der Liebe für dieses und das ewige Leben. Amen.
beten wir, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten. Herr und Gott, du hast uns mit dem Brot des Himmels gesättigt und uns in der Speise ein Unterpfand dessen gegeben, was unsere Augen noch verborgen ist. Lass uns in unserem Leben sichtbar werden, was wir im Sakrament empfangen haben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Es ist ein großes Geschenk, das Gott uns dazu sagt. Er selbst erklärt uns Menschen zum Heiligtum. Er will uns in uns wohnen. Er will, sind wertvoll und kostbar für ihn. Er schenkt sich uns und er traut uns zu, dass wir damit gut umgehen. Unser Leben soll wieder spiegeln, dass wir sein Tempel sind. Unser Leben soll Gott Geist atmen, den Geist der Liebe, der Weisheit, der Kraft, des Mutes und der Hoffnung. Und davon können wir durchaus Zeugnis geben in unserem ganz normalen Alltag, zwischen Computer und Supermarkt, zwischen Wäsche waschen und kochen, im Sprechen und Schweigen, im Handeln und im Lassen. Dieses Vorschuss können wir aber auch verspielen. Ich kann diesen Tempel auch verderben. Ich kann daraus eine Räuberhöhle und eine Markthalle machen, wenn ich nur noch darauf schaue, wie ich mich am besten verkaufe, wie ich auf meinen Kosten komme. Darauf hinweisen, auf kommende Woche. Wir feiern am Freitag wieder Kreuzwegandacht und nächste Woche feiern wir schon den vierten Fastensonntag. Also bald ist es soweit, dass die Karwoche beginnt. Bald hat das Fasten wieder sein Ende. Wir feiern jetzt anschließend auch nochmal Kreuzwegandacht und ich wünsche Ihnen mal noch alle noch eine frohe, schöne Woche. Der Herr sei mit euch. Der Herr segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehen wir hin und bleiben wir in seinem Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Mit Jesus Christus sind wir auf dem Weg. Mit Jesus Christus gehen wir den Kreuzweg. Einen herzlichen guten Morgen zu diesem Kreuzwegandacht. Wir feiern den Kreuzwegandacht aus dem Gotteslob Nummer 683. Gotteslob 683. Erste Station. Jesus wird zum Tode verurteilt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Es war am Rüsttag des Pascha-Festes ungefähr um die 6. Stunde. Pilatus sagte zu den Juden, da ist euer König. Sie aber schrien, weg mit ihm, kreuzige ihn. Pilatus aber sagte zu ihnen, euren König soll ich kreuzigen? Die hohen Priester antworteten, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Jesus vor Pilatus. Seht da der Mensch, aller Ehre beraubt, ohne Ansehen, er schaut mich nicht an. Gepriesen bist du, Herr Jesus Christus, der durch das Kreuz den Gedemütigten mit uns getragen hast. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Zweite Station. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wer meint, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen. Wer in unsere Sünden zermalmt, zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus wird unter das Kreuz gewunden, Weg der Schmerzen. Er ging im Kleid eines Gezeichneten, er trägt das Leid der Menschen, er trägt unsere Schuld. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, der du das Kreuz der Leidenden getragen hast. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Dritte Station. Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Der Herr lud auf ihn die Schuld von uns allen, er wurde misshandelt und niedergedrückt. Aber er tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt, und wie ein Schaf angesichts seinem Scherer, so tat auch er seinen Mund nicht auf. Jesus liegt am Boden im Staub der Erde. Er hat kein Gesicht mehr, vom Kreuz in die Knie gezwungen, doch er steht wieder auf. Gepriesen seist du, mein Herr und Gott, der du erlost am Boden gelegen hast. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt.
Vierte Station. Jesus begegnet seiner Mutter. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala, als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jüngern, den Erliebten, sagte er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Dann sagte er zu seinen Jüngern: Siehe deine Mutter. Jesus und seine Mutter, Begegnung im Leid, Begegnung auf dem Kreuzweg. Stark wie der Tod ist die Liebe. Gepriesen seist du, mein Herr und mein Gott, der den Menschen in Liebe begegnet bist. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Fünfte Station. Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Als Jesus hinaufführten, ergriffen sie einen Mann aus Cyrene namens Simon, der gerade vom Feld kam. Ihm luden sie das Kreuz auf, damit er es hinter Jesus hertrage. Jesus und Simon, sie werden Brüder auf dem Kreuzweg, geschwisterliche Kirche, einer trage des anderen Last, so erfüllt ihr das Gebot Christi. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, der du die Last der Ohnmacht getragen hast. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Sechste Station. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen, und denen, die mir den Bart ausrissen, meine Wangen, mein Gesicht, verberg ich nicht vor Schmähung und Speichel. Jesus und Veronika, das Mitgefühl einer Frau, Christi Bild in ihren Händen, Christi Bild in ihren Herzen. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, der du uns in der Taufe dein Bild eingeprägt hast. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Siebte Station. Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, der Leute Spott zum Volk verachtet. Alle, die mich sehen, verlachen mich, verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Er wälzt die Last auf den Herrn, der soll ihn befreien. Da reiße ihn hinaus, wenn er an ihn gefallen hat. Jesus, niedergestreckt auf dem Weg nach Golgotha, ein Wurm und kein Mensch mehr. Hass, Gewalt, Terror, Krieg und Völkermord. Die Sonne wurde schwarz wie in ein Trauergewand und der Mond ganz, Mond wurde wie Blut. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, der uns das Kreuz der Wehrlosen getragen hast. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und seine ganze Welt. Achte Station. Jesus begegnet den weinenden Frauen. Wir bitten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Es folgte eine große Menschenmenge, darunter auch Frauen, die um ihn klagten und weinten. Jesus wandte sich zu ihnen und sagte: Ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich, weint über euch und eure Kinder. Jesus und die Frauen, Trauer und Verzweiflung, Misere, erbarme dich. Jesus nimmt Anteil, weint nicht über mich, weint über euch und eure Kinder.
Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, der du Anteil nimmst an unserem Leid. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 9. Station. Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Ich bin hingeschüttet wie Wasser, gelöst haben sich all meine Glieder. Mein Herz ist in meinem Leib wie Wachs zerflossen. Meine Kehle ist trocken wie eine Scherbe, die Zunge klebt mir am Gaumen. Du legst mich in den Staub des Todes. Viele Hunde umlagern mich, eine Rotte von Bösen umkreisen mich, sie durchbohren mir Hände und Füße. Jesus erneut am Boden. Er kann nicht mehr. Wann ist es endlich Schluss? Menschen sind am Ende. Ohnmacht, neue Kraft von Ohnmacht Christus. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, der du das Kreuz der Verzweiflung getragen hast. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 10. Station. Jesus wird seiner Kleider beraubt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Die Soldaten nahmen seine Kleider und machten 4 Teile daraus, für jeden Soldaten einen. Sie nahmen auch sein Untergewand, das von oben her ganz durchwebt und ohne Naht war. Sie sagten zueinander, wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte sich das Schriftwort erfüllen, sie verteilen meine Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Dies führten die Soldaten aus. Jesus auf den Kalvarienberg, die Kleider vom Leib gerissen, wie Adam und Eva entblößt, das letzte Ansehen ist ihm genommen, unseren Herr im Elend, Menschenrecht oder Menschenwürde. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, der du das Kreuz der Schande für uns getragen hast. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 11. Station. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Sie kommen zur Schädelhöhe, dort gekreuzigten sie ihn und die Verbrecher den einen rechts und ihm den anderen links. Jesus aber betete, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hingestreckt auf den Galgen des Kreuzes. Sie nagelten ihn fest auf seine Liebe zu den Menschen, die der leidende Gottesknecht zwischen Himmel und Erde. Opferlamm, Hände, die schlagen, die foltern, die töten. Hände, die pflegen, die Zärtlichkeit schenken, die heilen. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, der du für uns am Kreuz geschlagen worden bist. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Jetzt singen wir das Lied O Lamm Gottes unschuldig, Nummer 203, aus dem Gotteslob 203. 12. Station. Jesus stirbt am Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Es war etwa um die 6. Stunde, als eine Finsternis über das ganze Land hereinbrach. Sie dauerte bis zur 9. Stunde. Die Sonne verdunkelte sich, der Vorhang im Tempel riss mitten in zwei und Jesus rief laut, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Nach diesen Worten hauchte er seinen Geist aus. Jesus im Todeskampf, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sein letztes Gebet
Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Sein letzten Gebot, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Sein letztes Wort, es ist vollbracht. Totenstille des Karfreitags, im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Hoffnung, im Kreuz ist Leben. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, der du dein Leben für uns hingegeben hast. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 13. Station. Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner Mutter gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Josef aus Arimathea war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor den Juden nur heimlich. Er bat Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen, und Pilatus erlaubte es. Also kam er und nahm den Leichnam ab. Der tote Leib Jesu im Schoß seiner Mutter. Maria hüllte ihn in den Mantel ihrer Liebe. Stärker als die Tod ist die Liebe. Die Schmerzensmutter, Zuflucht der Menschen in Not und Leid, Mutter des Trostes. Gepriesen bist du, Herr Jesus Christus, der du die Menschen in ihrer Trauer nicht alleine lässt. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 14. Station. Der heilige Leichnam Jesu wird in das Grab gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Und Josef von Arimathea nahm ihn vom Kreuz, hüllte ihn in ein Leinentuch und legte ihn in ein Felsengrab, in dem noch niemand bestattet worden war. Da es Rüsttag war, kurz bevor der Sabbat anbrach, die Frauen, die mit Jesus aus Galiläa gekommen waren, gaben ihm das Geleit und sahen zu, wie der Leichnam in das Grab gelegt wurde. Jesus ist hinabgestiegen in das Reich des Todes. Die Trauer des Karfreitags, die Ruhe des Karsamstags, mächtiges als der Tod ist das Leben. Wenn wir mit Christus gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, der du tot im Grab gelegen bist. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, Sieger über Sünde und Tod, du hast uns auf dem Kreuzweg durch die Geheimnisse deines Leidens und deiner Auferstehung gestärkt und aufgerichtet. Begleite uns alle Tage auf unserem Lebensweg und führe uns an das Ziel aller Pilgerschaft, der du mit Gott, dem Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes lebst und herrschst in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr segne uns, er behüte uns und schaue auf uns. Das gewähre uns der reinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehen wir hin und bleiben wir in seinem Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.